Als allererst natürlich fühle ich mich hier sehr wohl, das habe ich immer wieder betont. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Dann haben wir natürlich im letzten Jahr wieder was Tolles erreicht mit Aufstieg und Meisterschaft. Befinden uns auf einem sehr positiven Weg. Und ich möchte halt natürlich dazu beitragen, auch in den nächsten Jahren, dass wir diesen positiven Weg eben so weit wie möglich noch weitergehen. Gilt Ihr Vertrag für die erste, zweite und dritte Liga? Gilt für alle drei Ligen, ja. Ja, was ist drin, diese Spielzeit? Ja, ich glaube, wir sollten nicht vermessen sein und von Durchmarsch oder ähnlichen Dingen sprechen. Wichtig ist, dass wir uns in der zweiten Liga langfristig erstmal etablieren oder mittelfristig etablieren, dass wir versuchen, uns so weit wie möglich von den Abstiegsrängen fernzuhalten von Anfang an, dass wir da gar nicht irgendwie in den kleinen Abstiegsstrudel mit reingeraten. Wir können eine gute Rolle spielen in der zweiten Liga, wenn wir Dinge noch verbessern, wenn wir Dinge gut umsetzen, die der Trainer vorgibt. Und ja, das muss das Ziel sein, einfach schnellstmöglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln zu können. Es gab Irritationen, zumindest in der Öffentlichkeit teilweise, um das Thema Vertragsverlängerung. Es fiel das Wort Abzocker. Wie sah es denn intern aus? Ja, die Spekulationen sind ja meistens in der Öffentlichkeit. Ich kann nur sagen, dass beide Seiten von Anfang an daran gearbeitet haben, für alle eine faire Lösung zu finden. Ich hatte nie den Plan oder das Bedürfnis, Arminia irgendwie Geld aus der Tasche leiern zu wollen oder wie auch immer. Ich glaube, da bin ich auch einfach nicht der Typ für. Und wie gesagt, beide Seiten haben immer versucht, ja, das Optimum für jeden selbst rauszuholen. Und im Endeffekt haben wir eine super Lösung für beide gefunden. Ansonsten wäre der Vertrag so auch nicht zustande gekommen.